Die Geschichte Hans Castorps, die wir erzählen wollen, ist sehr lange her. Sie ist sozusagen schon ganz mit historischem Edelrost überzogen und unbedingt in der Zeitform der tiefsten Vergangenheit zu erzählen. Diese Geschichte ist viel älter als ihre Jahre. Sie verdankt den Grad ihres Vergangenseins nicht eigentlich der Zeit, sondern sie spielt, oder, um jedes Präsens geflissentlich zu vermeiden, sie spielte und hat gespielt, vormals, ehedem. In den alten Tagen der Welt vor dem großen Kriege, mit dessen Beginn so vieles begann, was zu beginnen wohl kaum schon aufgehört hat. Danke, gut. Du willst mir doch nicht weismachen, dass du noch krank bist. Du siehst ja aus, als ob du deinen Leutnant schon in der Tasche hättest und gerade aus dem Herbstmanöver kämst. Ich wollte, es wäre so. Darf ich um Ihren Gepäckschein bitten? Ja. Es ist nur ein Koffer. Ich habe einen Wagen. Du kommst doch gleich mit mir nach Hause, oder? Gleich mit dir? Gleich wann? In 3 Wochen, wenn ich mich vom Examen erholt habe. Beim alten Wilms in der Werft anfangen muss. Wieso muss? Freust du dich denn nicht? Na gut, ja, schon. Ich meine, Ingenieur ist ein schöner Beruf, aber eben leider Gottes mit viel Arbeit verbunden. Ja, der schönste Beruf ist Offizier. Voller Fähnrich. Aber man kann ihn eben nur ausüben, wenn man eine gesunde Lunge hat. Bei der letzten Hauptuntersuchung hat der Chefarzt gesagt, ein halbes Jahr wird es bei mir sicher noch dauern. Ein halbes Jahr? Bist du toll? Du bist doch nun schon fast ein halbes Jahr in diesem hochgelobten Sanatorium. Man hat doch nicht so viel Zeit. Zeit? Die springen hier um mit der menschlichen Zeit, das glaubst du gar nicht. 3 Wochen sind wie ein Tag vor ihnen. Der kommt vom Sanatorium Schatzalp. Das liegt noch etwas höher als das unsere. Im Winter müssen die ihre Leichen per Bobschlitten herunter befördern, weil dann die Wege nicht mehr befahrbar sind. Ihre Leichen? Thank you.
die bei ihren Anfällen die Tür öffnen, damit man hören kann, wie schlimm sie dran sind. Denn je kränker einer ist, desto höher steigt er hier oben im Ansehen. Hier bist du. Wissen Sie übrigens, dass ich in der Lage bin, 28 verschiedene Fischsoßen zu kochen? Mein Mann hat jede einzelne von ihnen genossen. Bevor ich hierher musste, meinte er immer, ich soll doch die Rezepte notieren. Vielleicht könnte man damit irgendwas anfangen oder jemand eine Freude bereiten. Denn schließlich ist nicht jede Hausfrau in der Lage, 28 Fischsoßen, ich meine 28 verschiedene, herzustellen. Heute Vormittag hatte ich übrigens Routine Hauptuntersuchung. Routine? Naja, jedenfalls hatte ich heute meine Untersuchung, junges Fräulein. Rechts oben habe ich Geräusche. Und links unten klingt's. Na, piano, piano, che niente. Wer wird denn auch so schnell essen, dass er sich gleich verschluckt? Der piano, amico mio. Sehen Sie, es wird schon besser. Wird schon wieder, was? Oh, buongiorno, signori, buongiorno. Ah, bleiben Sie weg, wenn meine Herren. Weiter, Hans Castorp, Herr Settembrini. Settembrini ist Literate. Hat für deutsche Blätter den Nachruf auf Carducci geschrieben, den Nobelpreisträger. Wie man hört, beehren Sie uns nur besuchsweise. Gewissermaßen hospitieren Sie hier nur wie Odysseus im Schattenreich. Habe ich recht? Darf man fragen, wie Sie sich fühlen nach der ersten Nacht? So ist es noch alles sehr, sehr, sehr ungewohnt für mich. Und ich bin noch etwas verwirrt. Konfus, oder? Ja, und ich habe auch nicht gut geschlafen. Und Hofrat Behrens hat gleich gemerkt, dass ich ziemlich anämisch bin. Wahrhaftig? Na, das ist ja ausgezeichnet. Wie heißt es doch so trefflich in der Oper Ihres großen Meisters? Der Vogelfänger bin ich ja, sempre allegre. Tralala. Ah, ein Satanskerl, dieser Radamant. Ach, vielleicht wissen Sie es noch nicht. Er ist Künstler. Ja, er malt den Öl. Ist dir auch nicht verboten, wenn er Gefallen daran gefunden hat. Allerdings muss ich hinzufügen, dass er zu Schwermut neigt. Sie sind ja ganz schön spöttisch. Ich bin spöttisch? Sie meinen sicher boshaft. Signor Castorp, ich verrate Ihnen etwas. Bosheit ist der Geist der Kritik, verstehen Sie? Und Kritik bedeutet den Ursprung des Fortschritts und der Aufklärung. Ich eben. Oh, verzeihen Sie bitte. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Herr Dr. Krokowski! Das ist Ihr Platz, nicht?
Da rede ich nun gerade mal wieder von Fortschritt und Zivilisation und auch von Aufklärung und schon steht sie in Persona hinter mir. Signori, entschuldigen Sie mich. Ich bin in der Lage, sage und schreibe 28 verschiedene Fischsoßen zu kochen. Italiener, oder? Ist er sehr krank? Ich kann es mir nicht verkneifen, ich muss es Ihnen sagen. Dieser Signore hat bloß einen einzigen Gedanken im Kopf und der ist schmutzig. Ich schwör's. Also am liebsten würde ich gerne mit der Soße für blauen Karten. Haben Sie gut gemessen? Nach halben zerriebenen Muskatnuss hört's auf. Aber was glauben Sie, was jetzt... Eine Frau, natürlich. Das ist Madame Chauchat. Eine entzückende Frau. Französin? Nein, sie ist Russin. Aber vielleicht ist ihr Mann Franzose oder französischer Herkunft. Mir ist, als hätte ich sie irgendwo schon mal gesehen. Ist es der dort? Nein, er ist nicht hier. Er war noch nie hier. Und niemand kennt ihn. Sie sollte die Tür anständig zumachen und nicht immer zuschmeißen. Ist ja unausstehlich. Nun wieder ganz gesund geworden. Da oben ist kein Platz für Gesunde. Hm? Da unten im Flachland lässt sich auch ganz gut leben. Jetzt heil lieb und geh mit deinem Vater zum Bahnhof, sonst versäumt er noch der Nacht. Nein, nein. Ja, doch, 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 doch. Es war gerade Anfang Mai. Der See hatte höchstens 2 Grad über Null. Da nahm die Kleine im See ein Bad, um sich unter allen Umständen irgendeine Krankheit zuzuziehen, damit sie hier bleiben durfte. Versteht sie? Aber es half dir noch nicht. Sie sollte nicht krank werden. Sie blieb weiterhin ganz gesund. Und wie ist Ihr Befinden? Hm? Ich nehme an, dass Sie... wie die meisten hier oben, den ersten Tag ihres Aufenthalts an diesem Lustort in, wie man hier sagt, horizontaler Lage verbracht haben. Finden Sie sie kurzweilig?
Diese Lebensweise? Ich habe mich nicht gelangweilt. Und doch habe ich das Gefühl, schon längere Zeit hier zu sein. Geradezu, als ob ich schon älter und klüger geworden wäre. Als ob Sie schon klüger geworden wären. Bravo. Würden Sie mir wohl eine Frage erlauben? Wie alt sind Sie eigentlich? Wie bitte? Ich meine, wie alt sind Sie? Sie wollen jetzt von mir wissen, wie Sie, alt ich... Sie, ich möchte nur wissen, wie alt Sie sind. Das heißt, ich bin im 24. Lebensjahr. Entschuldigen Sie, das wäre mir doch tatsächlich fast nicht eingefallen, aber sagen Sie mir. Bitte, sagen Sie mir, halten Sie es für möglich, dass Frau Stöhr 28 verschiedene Fischsoßen kochen kann? Das hat sie nämlich bei Tisch behauptet. Und ich muss wissen, ob das stimmt oder ob es mir nur so vorgekommen ist und sie es vielleicht gar nicht behauptet hat. 24 Soßen, Signor Castor? 28. 28 Fischsoßen. Also jetzt nicht Soßen im Allgemeinen, sondern Fischsoßen im Speziellen. Ah, Signor Castor, ich muss Sie doch sehr höflich bitten, sich zusammenzunehmen. Und lassen Sie mich mit diesem liederlichen Unsinn in Ruhe. Sie sagten, Sie wären im 24. Lebensjahr. Habe ich Sie recht verstanden? Ach so, Sie... Ja, Sie meinen mein Signor Castor, gestatten Sie mir, Ihnen einen unmaßgeblichen Vorschlag zu machen. Da Sie sich anscheinend hier oben nicht wohlfühlen, sollten Sie noch heute Nacht packen und sich morgen mit dem ersten Zug auf und davon machen. Sie meinen, ich soll abreisen? Wo ich doch gerade erst angekommen bin? Nein. Wie soll ich denn urteilen nach dem ersten Tag? Die Wintersaison wieder hier bleiben, aber Sie wollen uns ja bloß 8 Wochen beglücken, habe ich gehört, oder? 3. Ach, 3? Das ist ja eine Stippvisite. Da lohnt sich ja das Ablegen gar nicht, aber wie Sie meinen. Finales Stadium, ab durch die Mitte. 12 Dutzend Fiaskos. Oxygen hat er gestern und heute noch ausgeknallt, Herr Schlemmer. Aber bis Mittag wird er wohl an Penatus gehen. Na, mein lieber Reuter, gut geschlafen? Fein, was? Wie wär's, wenn mir noch einer an den Hals brechen? Die Liebe, dieser mächtige Impuls, ist ja nichts Einfaches und ist in ihrer Natur zusammengesetzt aus lauter Verkehrtheiten. Seelische Widerstände und korrektive, anständige Instinkte wirken ausgleichend und einschränkend auf die Verkehrtheiten der Liebe und bewirken so letztlich ein vernünftiges Ganzes. Mein Gott, Joachim, das Leben ist schön. Es handelt sich also stets um einen Kampf der Keuschheit gegen die Liebe. Wie aber geht er aus? Es ist schön, gerade wegen solcher kleinen Selbstverständlichkeiten, wie zum Beispiel, dass sie die Frauen verlockend klein.
Aber was soll das Ganze, wenn die Frau innerlich krank ist? Hat es denn einen Sinn, wenn sie Gaseärmel trägt und die Männer neugierig ihren Körper zu machen? Der Sieg der Keuschheit ist also ihren nur ein innerlich Schatz. Kranken Körper. Denn die Liebesbefehle lassen sich nicht knebeln. Unterdrückte Liebe ist nicht tot, sie lebt. Ich verstehe jetzt, warum du dir verbietest, dich in die schöne Marussia zu verlieben. Absolut. Sie trachtet absolut nach Erfüllung. Im Dunkeln und im tief Geheimen. Sag mal, wovon redet denn der eigentlich? Häufig in verwandelter, unkenntlicher Gestalt. Welche Art aber nun ist diese Gestalt? Diese Maske, in der die nicht zugelassene, verbotene Liebe wieder erscheint. Diese Gestalt, diese Maske, ist die Krankheit. Alle Krankheit ist verwandelte Liebe. Ich danke Ihnen, meine Herrschaften. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Für Hans Castorp und sein Verhältnis zu Madame Chauchat, das Wort Verhältnis kommt auf seine Rechnung. Wir lehnen die Verantwortung dafür ab. Hans Castorp also bereitete das heftige Klopfen seines Herzens größte Genugtuung. Er brauchte nur an Frau Chauchat zu denken und er dachte an sie. So besaß er zum Herzklopfen das zugehörige Gefühl. Kommst du nicht mit zum Frühstück? Nun, was ist los? Ich habe etwas Temperatur. Was soll das heißen? Fühlst du dich fiebrig? Fiebrig, mein Lieber, fühle ich mich schon lange. Schon die ganze Zeit. Aber jetzt handelt es sich um eine exakte Feststellung. Ich habe mich gemessen. Gemessen womit? Selbstverständlich mit einem Thermometer, es liegt da auf dem Tisch. Eine minimale Erhöhung. Ja. Das sind immerhin 37,5. Dann ist es etwas zurückgegangen. Es waren 37,6. Vesikulär rechts, basal. Rau. Sehr rau. Geräusch. Herr Zimsen, ist gut, ist alles in Ordnung. Soweit es überhaupt möglich ist. Wie lange meinen Herr Hofrat, dass ich noch... Wollen Sie denn schon wieder drängeln? Sie können doch Ihre Kerze nicht in angeheitertem Zustand herumkommandieren. Halbes Jährchen, habe ich gesagt, und dabei bleibt's. Schließlich lässt sich's ja leben hier oben. Wir sind doch kein sibirisches Bergwerk. Na, ist gut, Simpson. Nur mal weggetreten, ja? Ja, weiter, weiter, weiter. Tja, Simpson. Das sind jetzt Sie. Ja. Sie haben einen so netten, sympathischen Vetter. Der nun hoffentlich bald sagen kann, dass er mal krank gewesen ist. Er ist doch ein Stiefvetter von mir, Herr Hofrat. Hanno, Sie werden doch Ihren Cousin nicht verleugnen wollen. Von welcher Seite, Stief? Von mütterlicher. Ah, Ihre Frau Mutter geht's gut? Sie starb, als ich noch klein war. Ah. Woran denn? Ein Blutpropfen, Herr Hofrat. Aha. Und Ihr Herr Vater? Der starb an Lungenentzündung. So. Mein Großvater auch. Der auch? Mhm. Hier.
Hören Sie mal. Hm? Da klingt es dumpfer. Bravo. Sie sollten Spezialist werden. Das ist eine Dämpfung. Und Dämpfungen beruhen auf alten Stellen. Das heißt, Sie waren schon einmal krank. Und rechts, hier oben haben Sie eine Rauigkeit, die beinahe schon ein Geräusch ist. Was zweifellos von einer frischen Stelle kommt. Mit anderen Worten, die geplante Heimreise übermorgen. Sie lohnt nicht. In Kürze müssten Sie hier doch wieder antreten. Wir nehmen eine schöne Innenansicht von Ihnen auf. Das wird Ihnen Spaß machen, so Einsicht zu gewinnen in die eigene Person. Das sage ich Ihnen aber gleich, ein Fall wie Ihre halt nicht von heute bis übermorgen. Nun, Abmarsch in die Remise. Ich habe es Ihnen doch gleich gesagt, mein Freund. Herzlich willkommen bei uns, Herr Castor. Herzlich willkommen. Es genügt für den Augenblick, dass jedermann sich erinnert, wie rasch eine Reihe, ja eine lange Reihe von Tagen vergeht, die man als Kranker im Bett verbringt. Es ist immer derselbe Tag, der sich wiederholt. Aber da es immer derselbe ist, ist es weniger korrekt, von Wiederholungen zu sprechen. Es sollte von Einerleiheit, von einem stehenden Jetzt oder von der Ewigkeit die Rede sein. Mit Bezug auf die Ewigkeit aber von Langeweile zu sprechen, wäre sehr paradox. Und Paradoxe wollen wir meiden, besonders im Zusammenhang mit diesem Helden. Sehr geehrte, hochverehrte Madame. Herein. Buonasera, Ingenieure. Ich hatte schon befürchtet, dass Sie abgereist wären. Sie, als ich Ihren Stuhl beim Mittagessen im Refektorium leer fand. Aber nun höre ich, dass Sie krank im Bett liegen. Finde ich ja witzig. Dass Sie unseren Speisesaal Refektorium nennen. Ingenieure, wissen Sie eigentlich, was es heißt, dem Leben verloren gehen? Sie als Schriftsteller, Sie müssen doch wohl einsehen, dass man dem Leben der gewöhnlichen Leute, die rumgehen und lachen und Geld verdienen und sich einen Bauch vollschlagen, ganz gerne verloren gehen will. Sagen Sie, Sie betrachten doch nicht etwa Krankheit als verehrungswürdigen Ersatz für das gewöhnliche, einfache Arbeitsleben. Mit der Krankheit zu sympathisieren ist Verehrung, weil die Krankheit geradezu widermenschlich ist und erniedrigend. Die Krankheit macht den Menschen edel und klug und befreit ihn vom Alltäglichen. Wenn ein Mensch krank ist, ist er nichts weiter als Körper. In den meisten Fällen ist er nichts Besseres als ein Kadaver. Hier oben sind doch alle krank. Oder sind Sie etwa nicht krank? Sie. Ich würde sagen, wenn man es genau sieht, bin ich sogar sehr krank. Ja, alle sind krank. Und Kranken muss man Ernst und Achtung entgegenbringen. Genauso wie Toten. Es ist mir klar, dass Sie mit allen möglichen Ansichten eine Menge Versuche anstellen wollen, mit vielleicht vorläufigen Standpunkten. Darf ich Ihnen bei Ihren Versuchen ein wenig zur Hand gehen und berichtigend auf Sie einwirken? Sine pecunia incune.
mein Gott. Ach, ja, mein Gott. Was haben Sie, dass Sie mich so penetrant anstarren müssen? Haben Sie noch nie eine Frau gesehen, oder was? Entschuldigung. Umarmen. Nein, so. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Sie kriegen ein Freiexemplar, Castorp. Dann können Sie noch Ihren Kindern und Enkeln die Geheimnisse Ihres Busens an die Wand projizieren. Ja, so. Stellen Sie sich meinetwegen was anderes drunter vor. So, ja, gut, gut, an die Brust drücken. So, so, als ob Glücksempfindungen damit verbunden wären. So, recht so. Tief einatmen, stillgehalten, bitte recht freundlich. Brav. Und jetzt, wenn wir selber sehen. Kommen Sie her. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Ja. Ja. So. Achtung! Kommen Sie her, stellen Sie sich hinter mich. Erst müssen Sie Augen sich gewöhnen. Dann müssen Sie sozusagen mit Dunkelheit waschen, um zu sehen, was wir sehen wollen. Ich stehe hinter Ihnen und habe die Augen geschlossen, wie im stillen Gebet. Augen auf! Jetzt fängt die Beschwörung an. Sehen Sie, Jüngling! Du erlaubst doch? Bitte, bitte. Atmen ist gut, bleiben Sie so. Sehen Sie hier, die Kavernen? Und da kommen die Gifte, die ihn beschwitzen. Ich sehe dein Herz. Bitte, bitte. Mein Gott. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, das alles zu sehen. Wie kam es dem jungen Hans Castorp eigentlich vor? Etwa so, als ob die 7 Wochen, die er nun nachweislich und ohne allen Zweifel schon bei denen hier oben verbracht hatte, nur 7 Tage gewesen wären? Oder schien ihm im Gegenteil, dass er schon viel, viel länger als wirklich zutraf, an diesem Ort erlebte? Die Verwirrung darüber und der Brief, den er nach Hause geschrieben hatte, befestigten jedenfalls Hans Castorps Freiheit. Sie gesehen, die Dame mit dem penetrant blauen Kleid? Das ist auch so eine Person. Keine Beherrschung. Gehässig, giftig, eigensinnig und liederlich. Aber diese Dame ist krank. Sie ist wahrscheinlich sogar sehr krank und hat ein Recht, sich gegen derartiges Benehmen zu wehren. Schließlich ist das hier kein sibirisches Bergwerk. Ah, hallo, hallo. Ah, Signore Ingenieure, der bevorzugt östliche Vergleiche. Das ist überaus begreiflich, weil Asien uns hier geradezu verschlingt. Wo man auch hinblickt, nur tartarische Gesichter. Ich kann Sie sehr gut verstehen. Hier liegt zu viel Asien in der Luft. Asien und Europa, 2 Prinzipien im Kampf um die Weltherrschaft. Europa war immer das Land der Rebellion, der großen Kritiker, der ungestaltenden Tätigkeit. Asien dagegen verkörpert die Unbeweglichkeit und die untätige Ruhe. Diese barbarische Freizügigkeit im Zeitverbrauch zum Beispiel ist asiatischer Stil. Und das ist auch der Grund, weshalb es den Kindern des Ostens hier so ausnehmend gut gefällt. Doch sie sollten sich innerlich nicht auf sie einstellen, Ingenieure. Sagen Sie, hören Sie mir überhaupt zu, Ingenieure? Ja, natürlich. Was soll ich tun? Abreisen. Abreisen? Ah, diesen Rat habe ich Ihnen schon am ersten Tag gegeben, Ingenieure. Ja, damals war ich frei, es zu tun. Aber jetzt? Sie, ich weiß. Jetzt hatten Sie Ihre Legitimation in der Hand, Ihren Krankenpass. Habe ich recht? Ja, der alte Rattenfänger hat ein Fleckchen auf Ihrer Lunge entdeckt.
Tja, können Sie es denn verantworten, mir nach der Diagnose des Hofrats die Heimreise anzuraten? Erwähnen Sie. Ja, Ingenieure, ich will es verantworten, Ihnen die Heimreise anzuraten. Dann sind Sie für mich vorsichtiger als für andere Leute. Sie sind ja auch nicht abgereist. Mich ekelt es, in einen hier üblichen, abscheulichen Wettstreit mit Ihnen zu geraten, sonst würde ich Ihnen erwidern, dass ich bedeutsam kränker bin als Sie. Und wenn ich mich dem Aufenthalt hier oben unterworfen habe, dann einzig aus dem Grund, um mich nicht vorzeitig zu zerstören. Und ich habe es getan unter dem schmerzlichen Protest meines Geistes gegen das armselige Diktat meines zerfallenden Körpers. Aber was haben Sie gegen den Körper? Nun, ich ehre und liebe den Körper. Ja, wie ich andererseits die Form, die Schönheit, die Freiheit und den Genuss bejahe. Aber eine Macht gibt es, ein Prinzip, dem meine höchste und letzte Ehrerbietung gilt. Dieses Prinzip ist für mich der Geist. Sagen Sie, Ingenieure, haben Sie vom Erdbeben in Lissabon gehört? Nein, es gibt hier keine Zeitung. Das ist nebenbei gesagt kennzeichnend für diesen Luftkurort hier, Giovanni mio. Aber das scheint Sie nicht sehr zu beunruhigen. Doch ich meine kein aktuelles Ereignis, sondern das große Erdbeben aus dem Jahre 1755. Entschuldigen Sie. Dunque, Voltaire empörte sich dagegen. Was? Er empörte sich? Er empörte sich gegen ein Erdbeben? Ja, er empörte sich. Er protestierte im Namen des Geistes und der Vernunft gegen diesen, wie er sagte, skandalösen Unfug der Natur. Und Körper ist Natur. Begreifen Sie das? Oh, ich nehme mir die Freiheit, Ihnen Ihr Lächeln zu verbieten, Senior Castorp, und ich werde Ihnen noch sagen, warum. Weil es knechtisch ist, die Vernunft wiedergemacht, der Natur widerstandslos hinzunehmen und sich nicht dagegen zu wehren. Warum gehst du deinem Freund nicht nach? Zimmer 86, ganz unterm Dach. Da könnt ihr dann weiter über Körper und Schönheit reden. Herr Castorp, ist Ihnen denn heute Abend nichts aufgefallen? Was? Na, Madame Chauchat. Sie hat sich extra schön gemacht. Für Sie. Sie trägt ein bezauberndes Kleid, obwohl doch heute gar kein Sonntag ist. Dass Sie das noch nicht festgestellt haben? Ich habe es festgestellt. Aber ich habe auch etwas anderes festgestellt, nämlich, dass das Profil von Madame Chauchat wohl doch etwas zu asiatisch scharf ist. Um nicht zu sagen alt und nichtssagend. Sie ist sicher über 30. Claudia über 30? Sie ist höchstenfalls 28. Und was das Profil betrifft, so verbiete ich Ihnen derartiges zu sagen. Claudias Profil ist von weichster Jugendlichkeit und Süße. Hofrat Behrens jedenfalls scheint an dem Profil von Madame Chauchat nichts auszusetzen zu haben. Jedenfalls sitzt sie im Modell. Jawohl. Er porträtiert sie. Und sie hatte mindestens schon 20 Sitzungen. Sie träumen sicher jeden Tag sehr lebhaft von ihrer göttlichen Madame Chauchat, Fräulein Engelhardt. Passen Sie nur auf, dass Ihnen die Göttin nicht irgendwann noch einmal zu nahe kommt, in einem dieser Träume! Was machen Sie denn hier? Haben Sie die Hausordnung nicht gelesen? Entschuldigen Sie, aber der Geschenk. Keine Entschuldigung, bitte. Jetzt machen Sie das ins Bett kommen. Sagen Sie, Herr Hofrat, Sie malen doch manchmal. Verzeihen Sie, aber ich habe gehört, also man erzählt sich, Sie malen in Öl. Na ja, wir sind allzu malschwächliche Menschen. Also gut, ich leugne es nicht. Landschaften? So viel Sie wollen. Landschaften, Stillleben, Tiere. Was ein Kerl ist, schreckt vor nichts zurück. Aber keine Porträts. Aber nur einmal. Wieso? Wollen Sie mir Iris in Auftrag geben? Nein. Aber ich habe gedacht, ob Neugierde, ich vielleicht mal... Ja. Neugierde, ja? Kommen Sie mal mit. Bevor Sie sich hier draußen eine Erkältung holen. Warten Sie. Ich mache ein Licht. Moment. Das Gesicht kenne ich doch. Erkennen Sie sie?
Doch, das... Das ist die Dame vom guten Russentisch. Wie sie leibt und lebt. Haben Sie mal aufgepasst, wie sie geht? Genauso ist ihr Gesicht. Eine Schleicherin. Sehen Sie sich die Haut an. Die Körperhaut hier. Ist das anschaulich oder ist das nicht so? Besonders anschaulich Ihrer Meinung nach. Enorm. Enorm anschaulich. Ich glaube, ähnlich gut gemalte Haut habe ich noch nie gesehen. Man meint, die Person zu spüren. Freut mich. Freut mich, dass Sie es gut finden. Die Körperpelle hier hat Wissenschaft. Ja, ja, Wissenschaft, das ist wichtig. Ich möchte sagen, das heißt, ich glaube, dass es gut ist, wenn zu dem künstlerischen Verhältnis noch ein anderes hinzukommt. Wenn man die Dinge sozusagen oder kurz gesagt noch unter einem anderen Gesichtswinkel auffasst. Zum Beispiel die medizinischen. Ich meine, im Grunde genommen sind das ja nur Variationen von einem und demselben Interesse, von dem ja auch die künstlerische Beschäftigung nur ein Teil und ein Ausdruck ist, wenn ich so sagen darf. Entschuldigen Sie, ich habe das jetzt von der Wand da abgenommen. Da an der Fensterwand kriegt es ja gar kein Licht. Sie werden sehen. Ich wollte sagen, womit beschäftigt sich denn die medizinische Wissenschaft? Ich meine, ich verstehe ja nichts davon, aber sie beschäftigt sich doch mit dem Menschen. Und es sind die humanistischen Berufe, in denen sich Kunst und Wissenschaft vermischen. Insofern ihr wichtigstes Thema doch immer wieder der Mensch ist. Würde es hier nun nicht doch ganz erheblich viel günstiger hängen? Doch, ja, wenn Sie meinen. Bitte sehr. Noch ein kleines Gläschen vor dem Schlafengehen? Was machen Sie denn da? Was? Ich lehne das jetzt mal hier so hin. Da steht's ja für einen Augenblick ganz gut. Ja, das ist so. Gerät für alleinstehende Herren. Ich halte es normalerweise unter Verschluss, damit sich niemand dran die Augen verdirbt. Ich habe es mal von einer Patientin bekommen, einer ägyptischen Prinzessin, die uns für ein Jährchen die Ehre schenkte. Ich hoffe, Sie nehmen keinen Schaden dran. Nein, mir macht es natürlich nichts. Man kann es ja sogar ernst und feierlich nehmen, wenn man will. Die Alten sollen sowas ja gelegentlich auf ihren Särgen angebracht haben. Obszönes und Heiliges war ihnen dasselbe. Oh, was die Prinzessin betrifft, die war, glaube ich, nur mehr für das Erste. Prosit. Prosit. Sagen Sie, was ist der Körper? Was ist das Fleisch? Wasser? Die Trockensubstanz beträgt bloß 25%. Davon sind 20% gewöhnliches Hühnereiweiß, dem eigentlich nur noch ein bisschen Fett und Salz zugesetzt ist. Und das Hühnereiweiß? Was ist das? Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel und manches noch. Zum Beispiel im Muskelplasma haben wir ein Eiweiß, das Myosinogen, das im Tode zu Muskelfibrin gerinnt und die Totenstarre erzeugt. Ja. Ah ja, die Totenstarre, sehr gut, ja. Und dann kommt die Generalanalyse, die Anatomie des Grabes. Und wenn man sich für das Leben interessiert, interessiert man sich namentlich für den Tod. Thank you.
Wohngemeinschaft. Meine lieben Mitpatienten, wir schreiten heute, wie in jedem Jahr, zur Bescherung unseres verehrten Meisters, Herrn Hofrat Behrens. Auch in diesem Jahr haben wir wieder ein Geschenk für Sie, lieber Herr Hofrat, ausgesucht, was wir Ihnen jetzt gemeinsam überreichen möchten. Man verbindet dem Hofrat die Augen. Die Augen verbinden? Was, das ist doch Quatsch. Ich stehe einfach zur Seite oder ich mache sie zu. Hein? Das geht doch, oder? Voilà! Er ist jetzt blind, es kann losgehen! Es kam, was kommen musste, und was hier zu erleben unser Held noch vor kurzem sich nicht hätte träumen lassen. Der Winter fiel ein, der hiesige Winter, vor dem sich Hans Castorp fürchtete. Wallenbrock mit Brei füttert aus lauter Barmherzigkeit? Er hat sich nun mal entschlossen, den schweren Fällen und Sterbenden etwas beizustehen. Und nicht nur Hofrat Behrens unterstützt diesen Entschluss. Schade, dass Madame Chauchat keine Moribunde ist. Dann hätte ihr Vetter weniger Schwierigkeiten mit ihr. Und könnte sie auch mit Brei füttern. Bitte Sie. Schon so mancher Hochladige hat sich auf dieser Tanzfläche hinübergetanzt in die Ewigkeit und den finalen Blutsturz erlitten. In deutsche Jubilo. Das gehört mir. Das ist mein Grab. Krokowski wird die Manege betreten. In welcher Maske hat er mir allerdings nicht verraten. Meine Damen und Herren, Herr Wesal und Frau Magnus,
aus den Gräbern des Davoser Friedhofes direkt zu uns herübergekommen. Geworden und besonders gefährlich für alle jungen Männer. Und weißt du auch warum? Weil sie so wunderschönes, volles Haar hat, Giovanni. Pfui, Teufel. Ein Nachtspuk mit schönen Haaren. Das ist nichts für dich, ha? Das kannst du nicht leiden, ha? Da kommst du daher und drehst das elektrische Licht an, sozusagen, um die jungen Männer auf den rechten Weg zurückzuführen. Ich bitte Sie, Ingenieure, das Du zu unterlassen. Ich habe Sie auch nicht mit Du angesprochen. Bilden Sie sich das bloß nicht ein. Wir haben Karneval. Und es ist allgemein akzeptiert heute Abend. Und ich nenne dich Du, obwohl es mich Überwindung kostet. Aber diesen Ruck gebe ich mir. Und von Herzen. Ah, von Herzen? Wir sind uns schon so lange zusammen hier oben. 7 Monate, wenn du nachrechnest. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass ich dir einmal danke. Danke dafür, dass du dich in diesen 7 Monaten so freundlicherweise meiner angenommen hast. Ich leere mein Glas zu Ehren deiner pädagogischen Anstrengungen. Ingenieure! Ingenieure! Hören Sie, Ingenieure! Was ist Ihnen bloß in die Krone gefahren? Das klingt ja fast wie Abschied. Nein, wieso? Abschied? Hans! Ah, Fräulein Engelhardt. Ich habe dich gesucht. Du versäumst das noch den Punsch. Komm. Thank you.
Bitte, kannst du mir einen Bleistift leihen? Ich werde nachsehen. Vielleicht ist einer meiner Tasche. Voilà. Gibst du mir auch bestimmt zurück? Dankeschön. Dass wir hier so sitzen. Rêve de tout temps, long, éternel, et tracé près de toi, comme à présent. Voilà l'éternité. Joli mot. Aber sag mal, es wäre doch sicher nicht schwierig gewesen, diesen Traum schon früher zu träumen. Ewigkeit ist genauso wie mit zurückgelehntem Kopf und geschlossenen Augen ein Schweinchen zeichnen. Zweifelsohne kennst du dich aus in der Ewigkeit. Zumindest glaube ich das. Aber so ewig wird sie wiederum nicht dauern, weil ich abreise. Ja, bist du denn geheilt? Nun, aber weil sich mein Zustand nicht bessert, vertritt Behrens die Meinung, dass mir ein Luftwechsel nicht schadet. Kommst du zurück? Schon möglich. Ich bin frei zu gehen, wohin ich will. Meine Freiheit geht mir über alles. Sie wurde mir zwar vorübergehend genommen durch meine Heirat, aber durch die Krankheit kam sie zurück. Ich komme bestimmt wieder. Aber sicher wirst du dann schon lange vorher abgereist sein. Ja, weißt du denn, wie krank ich bin? Ja und nein, ich weiß nur das, was man sich erzählt. Man spricht von einer kleinen rauen Stelle. Genau hier. Et un peu de fièvre. 37,8! Ach so. Tant de fièvre. Ach so, du glaubst, ich bin zum Vergnügen hier. Nein, nein. Nein, so bin ich nicht. Wo verhältst du mich eigentlich? Konventionell, aus guter Familie, ein gelehriger Schüler deiner Lehrer. Ich bin das Gegenteil von dir. Ich finde Tugend langweilig. Und wenn es eine Moral gibt, dann suche ich sie lieber in der Sünde, in der Gefahr. Oder in dem, was mir schadet, was uns verschlingt. Ja, sich verloren zu geben ist moralischer. Auch den Verfall zu bejahen ist moralischer, als sich davor schützen zu wollen. Ich weiß, was ich sage, missfällt dir. Wo du doch schon bald ins Flachland zurückkehren willst, um deinem Land zu helfen, mächtig zu werden und seinen Ruhm zu vergrößern. Voilà, hier hast du ein Bild von uns beiden, ein Porträt-Intim, ohne Kamera. Ich vermisse einige Details, die Behrens gefunden hat. Och, weißt du, Ärzte finden immer, was sie finden wollen. Nein, nein, Claudia. Das Fieber in meinem Körper, das überstarke Schlagen meines armen Herzens, die Verschiebung in meinen Lymphdrüsen, das... Es ist nichts anderes als meine Liebe zu dir, die ich vom ersten Augenblick an empfunden habe, die ich gekannt habe, bevor ich dich gekannt habe. Und mir ist jetzt völlig klar, dass diese Liebe es war, die mich hierher geführt hat. Okay, Folie. Meine Liebe zu dir ist schon seit langen Jahren in mir. Ich kenne dich schon eine kleine Ewigkeit. Dich und deine Schönheit,
Deine schrägen Augen, dein Mund, deine Stimme. Und aus dieser Zeit stammt auch die alte vernarbte Stelle, die Behrens in meiner Lunge gefunden hat. Und die beweist, dass ich schon damals krank war. Der Karneval ist vorüber. Sie kennen die Konsequenz, Monsieur. Je t'aime. Je t'aime de tout temps. Car tu es l'étoile de ma vie. Mon rêve. Mon envie, mon éternel désir. Petit bourgeois. Petit bourgeois, la jolie tache humide. Liebst du mich wirklich so sehr? Oh, le corps. L'amour, la mort. Ce trois ne font qu'un. Der Körper ist Krankheit und Sinnlichkeit, die den Tod verursacht. Liebe und Tod. Und gerade darin liegt ihre grausame Magie. Liebe ist Mystik und Vornehmheit und Frömmigkeit und Ewigkeit. Oh, faszinierende Schönheit des Körpers. Nicht aus Ölmalerei oder Stein, vielmehr aus lebendiger, vergänglicher Materie. Erfüllt vom fiebrigen Geheimnis des Lebens und des Verfalls. Oh, schau die wunderbare Symmetrie des menschlichen Körperbaus an. Die Schultern, die Hüften, die knospenden Brüste zu beiden Seiten. Die paarweise angeordneten Rippen. Der Nabel inmitten der weichen Rundung des Bauches, die geheimnisvolle Dunkelheit, der Charme zwischen den Schenkeln. Schau die Schulterblätter an, wie sie sich unter der seidigen Haut des Rückens bewegen. Wie das Rückgrat zur üppigen Frische des Gesäßes hinabführt. Wie die Gefäße und Nervenäste vom Rumpf, was sich über die Achseln verzweigen und wieder auf bei der Arme dem der Beine entspricht. Ach, diese zarten Stellen an der Innenseite von Ellbogen und Kniegelenk, wo weiches Gewebe eine Fülle feinster Strukturen bedeckt. Welche unermessliche Wonne, diese köstlichen Stellen des menschlichen Körpers zu liebkosen. Danach stirbt man ohne zu klagen. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, lass mich den Duft deiner Haut atmen. Darunter der Kniescheibe die sinnreich entworfene Gelenkkapsel ihre Salbe absondert. Lass meinen Mund voller ehrfurchter Arteria femoralis berühren, die an der Oberfläche deines Schenkels schlägt und die sich weiter unten in die beiden Schienbeinarterien verzweigt. Lass mich den Atem deiner Poren und die Zartheit deiner Flaumbärchen spüren. Wasser und Eiweiß in menschlicher Erscheinungsform, dem Tode geweiht. Lass mich sterben. Meine Lippen auf den deinen. Küss mich. Ma foi. Du bist ein Mann der Ehre, der es versteht, sich hervorragend mit Worten auszudrücken. Auf sehr deutsche Art. Adieu, mon prince Carnival. Vergiss nicht, mir den Bleistift zurückzugeben.
Sie denn jetzt endgültig geheilt, Herr Settembrini? Nein, mein Urteil lautet lebenslänglich. Ich meine, ich muss für immer hier bleiben, per tutta la vita. Ja, ich weiß, es seit einigen Tagen sicher. Ich kann noch sehr alt werden, aber eben leider nur in der Höhe hier oben. Aber da müssen Sie doch hier bleiben. Ja, sicher. Ich bleib ja auch hier. Es ist nur leider so, dass meine pekuniäre Lage, Sie werden verzeihen, keine lebenslängliche Luxuszelle zulässt. Tja, so ist es. Ich werde also weiter unten Logis nehmen beim Schneider Lukacek im Villaggio. Kommen Sie mich doch mal besuchen bei Gelegenheit. Todesursache finaler Blutsturz mit Herzversagen. Eintritt des Todes, 6.45 Uhr. Die Zeit ist tätig. Sie zeitigt Veränderungen. Seit jener Fastnacht, in der Hans Castorp sich von Madame Chauchat einen Bleistift geliehen hatte, waren schon 9 Wochen verflossen. Zum Abschied hatte Madame Chauchat ihm ihr medizinisches Innenporträt überlassen und er gab ihr das seine. Gewissermaßen als Souvenir. Was der schlichte junge Mann ansonsten mitgenommen hatte aus dieser Stunde tiefsten Abenteuers, war die sich nähernde Möglichkeit, dass Frau Chauchat zu einem weiteren Aufenthalt hier zurückkehren werde. Trink und lass es dir gut gehen, bis wir wiederkommen. Und wir wollen es uns auch gut gehen lassen und Gram, Gram sein lassen. Gott lässt es Herbst werden, ehe wir dran denken. Und dann sind wir beide schon wieder hier. Sie sollten sich etwas mehr um Ihren Vetter kümmern.
Der ist so unnahbar geworden in den letzten Wochen. Seit Madame Chauchat nicht mehr da ist. Hallo, es ist Tempini! Ich hatte gar keine Gelegenheit, mich von Ihnen zu verabschieden, als Sie neulich ausgezogen sind. Ah, der Signor Ingenieure. In sportlichem Laufschritt kommt er über die Wiese. Ich muss sagen, ein wirklich erfreulicher Anblick. Ich kann Ihnen nur raten, aktiv zu werden. Ja. Entschuldigen Sie, darf ich bekannt machen. Professor Nafta, Giovanni Castorte. Ingenieur von Berufswegen und... Ich bin Techniker gewesen im Flach. Und da wollen Sie auch wieder so schnell wie möglich Techniker sein und arbeiten, was das Zeug hält. Verzeihen Sie. Giacchino Simpson, die ganze Hoffnung der preußischen Heeresorganisation und Bergflüchtling im Geiste, seit er den ersten Tag hier erleben musste. Sie befinden sich im Irrtum, wenn Sie glauben, dass das Ergebnis künftiger Revolutionen Freiheit sein wird. In den vergangenen 500 Jahren hat sich das Prinzip der Freiheit nicht nur erfüllt, sondern es hat sich vor allem überlebt. Ich würde sagen, eine Pädagogik, die sich heute noch liberal und humanistisch verstellt, ist im großen Maße rückständig. Alle wirklichen Erzieher haben immer gewusst, um was es sich in Wahrheit bei aller Pädagogik nur handeln kann. Nämlich um den absoluten Befehl, die eiserne Bindung, um Disziplin, Opfer, Verleugnung des Ich und Vergewaltigung der Persönlichkeit. Und letzten Endes bedeutet es, ein liebloses Missverstehen der Jugend zu glauben, sie finde ihre Lust in der Freiheit, in der Auswahl und in der Vielzahl von Möglichkeiten. Gehorsam ist ihre tiefste Lust. Nicht Befreiung und Entfaltung des sogenannten Individuums sind das Geheimnis und das Gebot der Zeit. Was unsere Zeit braucht, wonach sie verlangt und was sie errichten wird, ist Terror. Der Träger dieses Terrors werden Menschen sein, die eine Gesellschaft errichten, deren Grundsätze und Ziele mit denen des christlichen Gottesstaates genau zusammenfallen. Für die Väter der Kirche waren mein und dein verderbliche Worte. Eigentum nannten sie Diebstahl. Sie lehrten, dass sogenannte Besitzrechte und das Privateigentum nur zu Habgier und Ungerechtigkeit führen. Die kapitalistische Idee war ihnen als Verführerin zur Unmenschlichkeit verhasst. Heute stellt das Weltproletariat der dekadenten bürgerlichen Verordnung die Humanität des Gottesstaates entgegen. Das Proletariat hat das Wort der Väter übernommen. Seine Aufgabe ist der Terror zum Heile der Welt und zur Gewinnung des Erlösungszieles der staats- und klassenlosen Gesellschaft. Sonnenwendfeier. Sommersonnenwende. Dieses Bild hat mir einer meiner Studenten geschenkt. Ist nicht besonders gut. Ich mag es trotzdem. Sie feiern die erste Sommernacht, mit der im Grunde der Herbst beginnt. Warum sind die so fröhlich? Weil es jetzt abwärts geht? Ins Dunkel? Ich weiß warum. Die Wende ist gekommen. Der unaufhaltbare Wendepunkt. Mittsommernacht. Die volle Höhe, mit Übermut und Wehmut. Das ist übermütige Melancholie. Sie tanzen aus positiver Verzweiflung. Sie werden im Kreis herumgelockt mit Aussicht auf etwas, was selbst schon wieder Wendepunkt ist. Und die Ewigkeit, in der sich alles wiederholt, ist nicht geradeaus, geradeaus, sondern Karussell, Karussell, Karussell! Ah, genug, Ingenieure, schweigen Sie bitte! Unterrichten Sie sich, aber produzieren Sie sich nicht! Ich würde mich freuen, Sie bald wiederzusehen, Herr Kastner. Oh nein, kommt nicht in Frage, das werde ich nicht erlauben. Solange Sie nicht klar und unverdeutlich zugeben, dass Sie sich zur schwärzesten Reaktion bekennen, Professor Nafta. Will man sich zu Freiheit und Humanität bekennen, so wäre der erste Schritt, sich der Furcht vor dem Begriff Reaktion zu entledigen.
Na, das ist genug. Kommen Sie, Ingenieure, kommen Sie. Kommen Sie. Vielen Dank für den hervorragenden Kuchen. Kommen Sie. Kommen Sie, Ingenieure, kommen Sie. Kommen Sie schnell. Nun kommen Sie doch endlich, Ingenieure. Seien Sie vorsichtig, dass Sie sich nicht den Kopf stoßen. Bitte, treten Sie näher, Ingenieure. Ich muss in aller Bescheidenheit warnen, Ingenieure. Wovor? Vor der Persönlichkeit, deren Gäste wir eben waren. Wissen Sie, dass dieser Mann ein Jesuit ist? Was? Psst. Dieser Mann ist Jesuit? Ja. Sie sagen es. Ein zum Katholizismus konvertierter Jude. Glauben Sie mir, er ist Bruder des Jesuitenordens. Außer Dienst gewissermaßen, weil er krank ist. Er ist wirklich ebenso krank wie ich. Aber ein gefährlicher Reaktionär. Sieh an. Trotzdem, Sie versuchen mich genauso wie Naft in eine Denkrichtung zu zwingen, die Ihnen richtig erscheint. Placet experire, kann ich da nur sagen. Politik verdirbt den Charakter. Ach, es sind ein paar Toren bei Ihnen zu Hause, die das behaupten. Aber alles ist Politik. Allein das gesellschaftliche Problem. Die Koexistenz mit den Nachbarn ist Politik. Überhaupt alles ist Politik. Caro amico, in nächster Zeit werden Entscheidungen von unschätzbarer Tragweite zu treffen sein für die Zukunft Europas. Sie und jeder Einzelne muss sich diesen Entscheidungen stellen, da sonst Ihr soldatischer Vetter mit seinesgleichen vor Sie und Ihr Schweigen hintreten wird, um die Probleme mit Waffengewalt zu lösen. Na ja, Ziemsen, na, immer munter. Zwar noch immer alles nicht so, wie es im Medizinbuch steht, aber kein Weltschmerz. 5-6 Monate, würde ich sagen, dann... Herr Hofrat, ich möchte... Wenn Sie hier noch rund ein halbes Jährchen stramm Gamaschendienst tun, dann sind Sie ein gemachter Mann, dann können Sie Konstantinopel erobern, dann können Sie vor lauter Machtigkeit Oberbefehlshaber in den Marken werden. Herr Hofrat, ich möchte gehorsamst melden, dass ich mich entschlossen habe zu reisen. Wissen Sie... dass das Fahnenflucht ist? Nein, das ist nicht meine Auffassung, Herr Hofrat. Ich muss jetzt zum Regiment. Ich bin über 1,5 Jahre hier. Ich kann nicht länger warten. Ich muss jetzt hinunter. Auf jede Gefahr? Zu Befehl, Herr Hofrat. Ist gut, Simpson. Rühren Sie, reisen Sie mit Gott. Sie nehmen die Sache auf sich und es ist nicht mehr meine Sache, wenn Sie sie auf sich nehmen. Selbst ist der Mann, Sie reisen ohne jede Garantie. Ich stehe für nichts. Aber es ist ja ein luftiger Beruf, den Sie ergreifen. Es kann durchaus sein, dass es Ihnen bekommt und Sie sich herausbeißen. Jawohl, Herr Hofrat. Na, und Sie, junger Mann aus dem Zivilpublikum, Sie wollen wohl mit. Ich möchte das von Ihrem Votum abhängig machen, Herr Hofrat. Ein Votum? Schön. Nee. Ja, gute Reise. Wieso? Bin ich denn gesund? Ja, Sie sind gesund. Ihre Temperatur hat offensichtlich nichts weiter zu bedeuten. Sie können reisen. Aber Herr Hofrat, das ist vielleicht im Augenblick nicht Ihr voller Ernst. Nicht mein Ernst? Wieso denn? Was denken Sie denn? Was denken Sie denn überhaupt so beiläufig von mir? Wofür halten Sie mich denn? Für einen Hütchenbesitzer? Das verbitte ich mir. Ich bin erstens überhaupt kein Besitzer. Ich bin Angestellter hier. Ich bin Arzt. Ich bin nur Arzt, verstehen Sie mich? Ich bin kein Kuppelonkel. Und wenn Sie hier auf die Rückkehr Ihrer schleichenden Russin warten wollen, dann tun Sie das unten im Dorf. Ich bin kein Signore Amoroso auf dem Toledo im schönen Neapel, nein. Ich bin ein Diener der leitenden Menschheit, ja. Und wenn Sie sich eine andere Auffassung von mir gebildet haben, dann können Sie beide zum Kuckuck gehen. In die Binsen oder vor die Hunde. Ganz nach beliebiger Auswahl. Glückliche Reise. Ja. Ja, das sind so vorgesetzte Anfälle. Das einzig Richtige ist, dass man sie in
tadellose Haltung über sich ergehen lässt. Hier bin ich angekommen. Ja, das bist du. Na, dann eben gut. Du lässt mich also allein hier oben, wo ich doch gekommen bin, dich zu besuchen. Dann schwöre mal einen schwärmerischen Eid auf die Fahne. Wird gemacht. Grüß alle schön. Hans. Hans, komm bald nach. Was soll man von einem jungen Ehrensohne denken, der ohne ernsthaft krank zu sein, den Aufenthalt unter Kranken eigenwillig verlängert und der eines Tages die lästerliche Gewohnheit annimmt oder zuweilen der Lust nachgibt, statt vor einem Jahr gestern zu sagen und statt morgen im nächsten Jahr. Hier ist unzweifelhaft das Urteil Verwirrung und Verirrung. Und damit höchste Besorgnis am Platze. Nicht schlecht. Was nun? Hier schräg hinunter. Dann immer hübsch der Nase nach. Geschehen muss etwas. Ich kann mich nicht hinsetzen und warten. Sonst findet mich Settembrini, wenn er mit seiner Drehauge kommt. Hier mit Glasaugen hocken. Mit dir selber, Hans Castro. Er scheint, du bist nicht ganz klar im Kopf. Das ist schlimm. Schlimm, schlimm. Das ist wie ein Abenteuer von einem, der im Gebirge in einen Schneesturm gerät und nicht mehr heimfindet. Wer nachher davon hört, stellt es sich grässlich vor. Vergisst, dass Krankheit sich dem Mann schon so zurichtet, dass beide miteinander auskommen. Da gibt es Gnadenakkust. Erleichterungsmaßnahmen der Natur, jawohl! Gegen die man ankämpfen muss. Eine Wohltat für jeden, der nicht heimkommen will. Aber außerordentlich gefährlich. Für den, der heimkommen will. Und ich denke einen Augenblick daran, mich von blödsinniger Kristallometrie zu denken zu lassen. Verdammte Weisheit. Verflucht und zugenäht. Es ist doch tatsächlich die gleiche Hütte, an der ich eben vorbeikam. Gar nicht so lange unterwegs.